Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute möchte ich mich mit einem etwas schwerlich verdaulichen Video bei Ihnen melden. Aber ich bin mir sicher, dass auch wenn die Botschaften ein bisschen schwerer verdaulich sind, dass das Format der Videobotschaft genau das Richtige ist. Um was geht's? Es geht darum, wie viele Studierende wir pro Jahr aufnehmen sollen, müssen und tatsächlich tun. In zwei aufeinanderfolgenden Zulassungskampagnen sind wir stark geschrumpft. Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, diese Zahlen ganz genau im Auge zu behalten? Es liegt daran, dass das Ministerium, die Politik, der Landtag uns für eine bestimmte Ausbildungsmasse, also nicht nur Qualität, sondern auch Quantität, Ressourcen zur Verfügung stellt. Und wenn diese bestimmte Quantität unterschritten ist, reagiert die Politik und das Ministerium im Allgemeinen sehr schnell. Früher hat es keine Rolle gespielt. In jüngerer Vergangenheit gibt es mehrere Beispiele, wo direkt in die Hochschulen reingegriffen worden ist. Weil wir das wissen, darum haben wir im Juli alle Dekane plus Präsidium einen sehr, sehr detaillierten Plan, Aufnahmeplan erstellt. Und die Abteilung 3 hat einen Allzeitrekord meines Wissens nach geschafft, also was die Geschwindigkeit der Verarbeitung der Bewerbungen angeht. Vielen Dank an dieser Stelle, liebe Frau Eden und Ihr Team, dass Sie sehr, sehr schnell die Bewerbungen verarbeitet haben. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, dass die Studierenden, die über 6000 Bewerbungen, bei denen wir uns ganz sicher sind, dass wir die Studierenden bei uns haben wollen, dass die sehr, sehr schnell Planungssicherheit haben und sehr, sehr schnell eine Zusage bekommen. Vielen Dank, liebes Team Eden, Sie haben da einen entscheidenden Beitrag geleistet. Warum wir jetzt trotzdem die Ziele teilweise sehr stark verfehlt haben, die Zielmarken, ist studiengangsabhängig. Je nach Studiengang gibt es unterschiedliche Gründe. Und damit wir jetzt eine Diskussion anfangen und starten, ist es zunächst einmal wichtig, die Fakten zu kennen. Oftmals sagt man ja, spricht man von der individuell gefühlten Lehrbelastung und manchmal, wenn man sich dann die Zahlen anschaut, ich hatte das Beispiel schon bei einem Studiengang, habe ich die Leute angesprochen oder der Studiengangsleiter, Mensch, das sind jetzt so viele Studierende und an drei aufeinanderfolgenden Jahren wurden immer weniger zugelassen und mittlerweile ist man an der Kapazitätsgrenze. Das heißt, es darf also keinesfalls weniger werden. Das heißt, um eine faktengetriebene Diskussion in den Studiengängen, in den Fakultäten, an der Hochschule anzufangen, haben wir zwei Informationspakete bereitgestellt. Die finden Sie in einem Link unter dem Video. Das ist zum einen ein Bericht, ein 70-Seiten-Bericht, der von Franz Raps und Stefan Edschberger, vielen Dank an der Stelle an die beiden, erstellt worden ist, ausgedacht worden ist, wo Sie so ziemlich alle relevanten Daten über Ihren Studiengang finden. Also das geht von, wie viele Leute bewerben sich, wie viele haben im ersten Semester angefangen, wie viel schließen das Studium ab und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch noch eine Tabelle, wo Sie alle Studiengänge finden in der Liste und wo die letzten 3 Jahre gegenübergestellt sind mit verschiedenen Daten, die Sie brauchen, um ein bisschen zu gucken, was ist denn eigentlich wirklich passiert. Also zum Beispiel, wie viele Einladungen auf den Studiengang wurden an die Bewerber ausgesprochen, wie viele haben zugesagt, hat sich da was verändert, hat sich was an den Bewerbungen verändert und so weiter und so fort. Also diese Information über die letzten 3 Jahre finden Sie ebenfalls unten in einer großen Tabelle. Schauen Sie sich diese beiden an, diese beiden Informationspakete für Ihre Studiengänge und fangen Sie an zu diskutieren. Im Januar werden wir dann hochschulweite Diskussion starten, wie wir dafür Sorge tragen, dass das, was die letzten 2
Aufnahmeperioden nicht das dritte Mal passiert. Ein Punkt, der immer wieder kommt, ist Kapazität. Was ist eigentlich Kapazität? Gerade für die jungen Kolleginnen und Kollegen ist das so ein bisschen das goldene Kalb. Die Kapazität ist vor über 10 Jahren das gewesen, was ein Studiengang aufnehmen muss für die Ressourcen, die er vom Landtag und vom Ministerium bekommt. Also, Sie bekommen 10 Professuren und müssen Pi mal Daumen 100 Studierende pro Jahr aufnehmen. Das ist Pi mal Daumen. Das war früher das alleinige Kriterium. Ansonsten hat es keine Kennzahlen gegeben. Warum ist die Kapazität in der Neuzeit nichts mehr wert oder ganz wenig wert oder hat eine niedrigere Aussagekraft? Es hat daran gelegen, dass der Landtag und das Ministerium natürlich immer versucht haben, wenn wir Ressourcen bekommen haben, Stellen, haben sie die immer in Stellen investiert, zum Beispiel Professuren, die kapazitätsschaffend sind, die also in der Kapazitätsrechnung dazu führen, dass man mehr Studierende aufnehmen muss. Ja, und wenn Sie sich fragen, je nach Studiengang, manchmal gibt es Studiengänge, die brauchen zum Beispiel einen Labormeister oder Meisterin. Die brauchen jemand fürs Labor. Diese Person schafft keine Kapazität. Es war also super schwer, Stellen, unterstützendes Personal fürs Lehrpersonal zu bekommen, weil alle Ressourcen in das Lehrpersonal investiert wurden. Also haben alle Hochschulen sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen eine Forderung, wir wollen etwas, was entkoppelt ist von der Kapazitätsrechnung, weil wir wollen ganz einfach, dass unsere Lehrenden besser unterstützt werden können. Und wir wollen da auch Stellen schaffen. Wir nehmen natürlich mehr Studierende auf für diese Ressourcen, die wir bekommen haben. Aber wir wollen entscheiden, wie viel Unterstützung das Lehrpersonal bekommt und wie viel wir in Lehrpersonal investieren. Also es ist eine sinnvolle Entscheidung gewesen und ein großer Erfolg vor ungefähr 6, 7 Jahren, dass die Kapazität aus Ministeriumssicht in den Hintergrund gerückt worden ist. Das heißt, wir haben neu die Zielvereinbarung. Die Zielvereinbarung verknüpfen den realen Ressourceneinsatz zu den Anzahl der Studierenden. Die Kapazität ist dennoch wichtig, weil die Kapazitätsgrenze jetzt die eiserne Reserve ist. In den Studiengängen werden mehr Ressourcen eingesetzt als die Kapazität. Und wenn Sie also unter der Kapazität sind, was wir in einigen Studiengängen durch diese Zulassungsperiode sind, oder auf der Kapazitätsgrenze sind, das ist eigentlich meistens ein rotes Warnsignal. Das heißt, Sie bekommen mehr Ressourcen aus Sicht des Ministeriums und des Landtags, als Sie Ausbildungsquantität, über Qualität wird keine Aussage gemacht, über Ausbildungsquantität erreichen. Warum ist es jetzt besonders wichtig? Na, schlagen Sie ganz einfach die Zeitung auf. Die politische Zeit wird unruhig. Das heißt, die Eingriffe, die großen Eingriffe, werden mehr. Wir hatten das noch nie, dass in den letzten 2 Jahren hatten wir das mehrfach an mehreren Hochschulen, dass Professorenstellen eingezogen worden sind. Und wir freuen uns jetzt alle über einen riesigen Geldsegen, aber vielleicht empfindet der eine oder andere von Ihnen das genauso wie ich. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass in den nächsten 5 Jahren nicht mindestens ein Sparhaushalt dabei ist. Und bei einem Sparhaushalt bedeutet es, und zwar ohne zu überlegen, greift die Politik dahin, wo die Ziele nicht erfüllt werden. Und wir müssen uns dagegen abschirmen. Es kann nicht sein, dass wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr eine Rechnung kriegen, und da heißt es, ihr müsst jetzt 5, 6 Stellen einsparen. Vor allen Dingen ist es meistens unkontrolliert. Wenn Sie wissen wollen, wie sich das anfühlt, reden Sie mal mit Kolleginnen und Kollegen, die ein bisschen länger sind, bei der Fakultät Architektur und Bau. Da hat es die Mittelstraßkommission gegeben, da hat es geheißen, es gibt zu viele Architekten, glaube ich war es, und dann haben die einfach mit der Rasenmähermethode abgeschnitten, obwohl genügend Studierende oder sonst was hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und es sind gigantische Schmerzen, die in einem Studiengang entstehen können. Und das wirkt sich extrem nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität der Ausbildung auf. Also,
Ich weiß, dass das Thema schwer ist. Schauen Sie sich das an. Und eine Bitte habe ich. Wenn in der Fakultätsratsrunde dann über die beiden Dokumente gesprochen wird, sehen Sie es mal davon ab, die Frage zu stellen, wer ist schuld? Das ist immer das Erste bei so Sachen, wenn es mal nicht so läuft, fragt man immer sehr gerne, wen hängt man zum Lüften raus? Lassen Sie das mal, schauen Sie sich das an. Es wird absichtlich jetzt kommuniziert, die Information, damit man viel Zeit hat, in den Gremien hier und da so diskutieren, damit wir im Januar dann richtig anfangen. Das soll Ihnen zwei Sachen verdeutlichen, dass es erstens mal sich lohnt, das anzuschauen, die Information. Im Januar legen wir richtig damit los. Und das andere ist auch, dass wir jetzt nicht schnell übers Knie brechen. Weil wenn man schnell übers Knie brecht, dann kommen wir zum ursprünglichen Punkt, ist es meistens so, dass man eigentlich, dass sich alles nur um die Schuldfrage dreht. Und die Schuldfrage interessiert keinen. Die Situation ist so, wie es ist und wir müssen es lösen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, schwer verdauliches Thema. Schauen Sie sich die Informationen an. Wir werden in den Gremien darüber diskutieren und ich bin mir sicher, wir werden eine hervorragende Lösung finden. Und auch wenn die Diskussionen heiß sein werden, bin ich mir sicher, vergessen Sie eines nicht. Am Ende wird alles gut.